die Klimaveränderung, da meint man ja immer, man ist selbst nicht betroffen. Und da hat man es wirklich einmal real gespürt. Man hat einen Klimawandel wirklich vor Ort, vor der Haustür oder im eigenen Haus gehabt und hat gewusst, der Mensch ist eigentlich so klein. Die Saalach über das Ufer getreten und hat Großteile der Stadt Freilassing überflutet. Es ist furchtbar zugegangen in bestimmte Gebiete da. Das war furchtbar. Die hat sich komplett überschwemmt. Ich habe so viele Keller besucht, so viele Menschen weinen gesehen, wo Dinge kaputt waren, die man nicht mehr ersetzen kann. Da war ein riesen Haufen, ich habe gesagt, das ist der Haufen der Tragödien. Das war alles kaputt. Emotional war es wirklich ein Schock, weil keiner damit gerechnet hat und auch nicht mit dem Ausmaß. Aber das war eben der Zusammenhalt und das war ein Punkt Aufwachen. Letztendlich haben wir alle die Chance bekommen, neu zu überlegen und einen Neustart zu machen in vielen Bereichen der Stadt. Und eines war eben dieser Energieverbund. Aus der Naturkatastrophe lernen und für die Natur wieder was zurückzugeben. Mein Name ist Franz Völkel. Ich bin bei der Bayernwerk Natur, die im E.ON-Konzern verhaftet ist, Projektingenieur. Meine Rolle in dem Projekt Energieverbund Freilassing war hier die Bauleitung zu übernehmen, damit dieses Projekt am Schluss zeitlich, wirtschaftlich und auch technologisch dasteht, wie es am Anfang gedacht war. Wir sind hier im einen wohl der schönsten Flecken Bayerns, nämlich im Nationalpark Berchtesgader Land. Das Bewusstsein für die Region, für die Natur, das ist auf jeden Fall in Bayern besonders da, würde ich mal ganz schwer behaupten. Freilassing sind unheimlich stolze Menschen. Diese Katastrophe, die dann doch, glaube ich, den Menschen vor Ort wirklich ins Mark und ins Bein getroffen hat, die hat die Leute wirklich zum Nachdenken angeregt. Unser Hutmacherei gibt es in 422 Jahren. Ich würde schon sagen, dass das ein Aufruf ist. Auf jeden Fall. Man kann nicht darüber zuschauen. Man muss auch was tun. Wir haben ein schönes Fleckerl Erde und das wollen wir uns erhalten. In Freilassing wurde ein Energieverbund gegründet. Und dieser Energieverbund, der hat sich einfach den Gedanken zugrunde gelegt, wie können wir hier für unsere kommunalen Liegenschaften, für dieses Bad, für diese Kläranlage, für den Bauhof, für diese Sporthalle, für diese Grundschule, wie können wir hier ein Konzept energetisch schaffen, das in Bayern seinesgleichen sucht. Diesen Weg, diese Energiewende mitgestalten zu dürfen, ist eine total tolle Motivation. Die Stadt Freilassing, eingebettet zwischen einer Bergkette und tiefen Wäldern, nutzt eine einzigartige Kombination natürlicher Energieressourcen, um einen Großteil der Stadt mit Strom zu versorgen. Photovoltaikanlagen, verteilt auf 500 Quadratmetern Dachfläche, versorgen einen Großteil des Energieverbunds mit Strom. Und da die Sonne nicht immer scheint, wird ihre Energie mit anderen Erneuerbaren kombiniert, die sonst auf dem Müll landen würden, weil's Biomüll ist. Biogas aus der Kläranlage und Späne aus Schädlingsholz werden zu nachhaltiger Energie dank Biomassekessel und Blockheizkraftwerk. Ein Blockheizkraftwerk hat einen Gesamtwirkungsgrad von 90%. Heißt also, ich stecke Energie rein und 90% dieser Energie wird zu Wärme oder Strom umgewandelt. Und das ist der große Vorteil eines Blockheizkraftwerkes. Man kann Wärme und Strom gleichzeitig produzieren. Sprich, wenn ich nur Strom aus der Steckdose entnehme und Wärme aus einem Gaskessel entnehme, würde ich ungefähr um 2/3 mehr Energie brauchen, als wie wenn ich es im Blockheizkraftwerk mache. Das Blockheizkraftwerk erzeugt Strom und Wärme vor Ort, vermeidet hohe Verluste durch kurze Wege und versorgt viele öffentliche Gebäude mit Strom und Wärme. Auch das Schwimmbad.
Und so spart Freilassing mehr als 400 Tonnen CO2. Jedes Jahr. Da so eine Zahl, was hast du gesagt, 400 Tonnen? Das ist krass. Das klingt doch erstmal gut. Das Projekt in Freilassing war ja Neuland zu dem Zeitpunkt, aber dort wurden die Dinge angepackt. Der Energieverbund in Freilassing zeichnet sich wirklich einmalig dadurch aus, dass wir hier Klärgas nutzen für den Betrieb der Blockheizkraftwerke, dass wir feste Biomasse, Straßenbegleitgrün, Schädlingsholz nutzen, um die thermischen Lücken zu decken. Darüber hinaus setzen wir noch Photovoltaik ein, um tagsüber Strom zu erzeugen. Und letztendlich schaffen wir über diesen Mix einen Strom- und Wärmeverbund. Verbunden auch mit einer sehr guten Wirtschaftlichkeit. Und das ist natürlich immer ganz wichtig, dass beide Faktoren gut zusammenspielen. Klärgas ist eine ganz tolle Sache. Jede Kläranlage muss natürlich das Abwasser reinigen. Und das reinigt man mit Hilfe von Bakterien. Beim Reinigen produzieren die Bakterien Gas, ähnlich einer Erdgaszusammensetzung. Und dieses Klärgas wird aufgefangen und kann dann eben in Blockheizkraftwerken zur Verbrennung gebracht werden und Wärme und Strom erzeugen. Ist ein super Kreislauf. Jeder, der eine Freilassinger Schweinebraten isst, produziert indirekt Klärgas und somit für sich wieder selber Wärme und Strom. Von dem her ist es nur sinnvoll, in Freilassing zu konsumieren, dementsprechend. Ich finde das sehr schön. Ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Also die ganze Anlage überhaupt, das ist wirklich ein Gewinn für die Stadt. Auf jeden Fall, also bin ich voll dafür, dass man schauen kann, wo man die Schadstoffe einsparen kann. Und grüne Energie ist bei weitem besser als wie Atomenergie oder Kohle. Das macht zufrieden und lässt einen auch ruhig sein, wenn man um sich herum sieht. Also ich meine, ich gehe hier auch auf den Wochenmarkt. Weil ich so ein bisschen denke, man könnte im Kleinen mal anfangen, damit sich auseinanderzusetzen, wie wollen wir denn diese Erde hinterlassen. Wir leben in einer Region, die andere veranlasst, Urlaub zu machen, und die wollen wir uns erhalten. Durch 2013 ist wirklich was Gutes entstanden, ja, und das hat zu einem guten Zusammenhalt geführt. Wir sind mächtig stolz auf unsere Halle. Das Schönste war aber eigentlich eine Zeit, wie wir alle zusammengehalten haben und eigentlich alle mit angepackt haben und alle mitgeholfen haben. Um das auch wieder zu schultern. Ich bin Vorstand von einem Verein für meine Kinder, genauso wie ich Schwimmtrainer bin für meine Kinder. Und genauso müssen wir mit unserer Energie und unseren Ressourcen auch langfristig immer umgehen, dass wir daran nicht an uns denken und nicht immer an unseren Geldbeutel, sondern einfach an die Nachhaltigkeit, einfach an unsere Kinder.